Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier am dritten Strand rechts des Hafens bei diesem wunderbaren kleinen Schiffchen. Ich war hier, glaube ich, mal ganz am Anfang des Spiels und diese Warane hier haben mich aber vertrieben, weil ich viel zu schwach war damals. Also diese Warane, mit dieser Warane meine ich diesen einen und nun ja, den hier. So, und ihr habt es vielleicht schon gesehen. Nun. Oh, eine Klappmuschel. Da könnte eine Perle drin sein. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts. Ich kletter mal auf das Schiff. Mal schauen, ob es hier drin was gibt. Nein. Oder war ich ja schon drin einfach am Anfang, als ich hier war? Das kann auch sein. Aber ich glaube, die Warane kommen hier nicht hoch. Ich glaube, das Schiff habe ich schon durchsucht, ja. Und hier? Ne, hier ist auch nichts. Entweder hier gibt es nichts oder ich habe es schon durchsucht. Wahrscheinlich ersteres. Jedenfalls ist hier noch eine Truhe. Rechts, links, links. Rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links. Ah. Rechts, zweimal links, zweimal rechts, dreimal links. Und dann dreimal rechts. Okay, interessant. Oh, 250 Gold. Sehr gut, sehr gut. Ich habe zwar beim Nachstellen in der letzten Folge nicht den Fehler gemacht, einmal zu viel zu beten. Das heißt, ich habe mir jetzt 100 Gold effektiv gespart gegenüber dem richtigen Durchspielen. Dadurch, dass ich den Fehler gemacht habe und gestorben bin. Ja, sollte ich vielleicht irgendwie... Weiß nicht, wie seht ihr das? Ist das schlimm, 100 Gold? Ich glaube nicht. Ich habe hier eh genug Gold. Gut, grobes Bastardschwert. Hätte mir vielleicht was gebracht im Laufe des Spiels, wenn ich mir das geholt hätte. Keine Ahnung. Aber was ich eigentlich wollte, ist diese Steintafel hier. Und natürlich 250 Gold. Keine Frage, die auch. Aber nach der Besessenen, Hand von Edorat, Geist des Weines. Steintafel der Magie 1. Mana plus 2. Und nochmal 100 Gold in Form von einem Lederbeutel. Sehr schön, so gefällt mir das. Und dann, wenn ich jetzt schon mal hier im Wasser bin, dann werde ich auch die eine Sache erledigen, die ich auch noch auf der Liste habe, die hier im Wasser ist. Aber um ehrlich zu sein, erstmal speichere ich. Und zu diesem Zweck möchte ich wirklich die Cheats aktivieren. Einfach weil es doch sehr weit draußen ist. Und zwar diese Insel hier. Wenn ich jetzt keine Cheats hätte, dann wäre ich hier minutenlang geschwommen. Das will doch keiner sehen. So, hier will ich hin. Und dann mache ich die Cheats wieder aus, keine Sorge. Bis auf meine schnelle Bewegung ist hier nichts passiert. Und ein kleiner Bug, der sich aber legt, sobald ich an Land gehe. Und zwar, auf dieser Insel war ich schon mal, falls ihr euch erinnert. Aber ich habe hier was ganz Wichtiges übersehen, ich Idiot. Also jetzt, ja, nicht Idiot, sondern es ist einfach verdammt gut versteckt. Und, na komm her. Ich hab's halt einfach damals voll nicht mitgekriegt, dass da ein Versteck ist. Und zwar muss ich erstmal diese Warane erledigen. Die müssen erstmal weg. So, Feldgötterich nehme ich gerne mit. Na? So, sehr gut. Nichts zu plündern. Genau, nichts zu plündern. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Witzigerweise ist da jetzt einer. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingekommen wäre, dann hätte ich es sogar gefunden. Denn da, wo der Varan gerade war, hier hinten, mitten durch das Gebüsch durch, seht ihr das? Da ist eine Höhle. Das hier ist eine Höhle. So, ich mach mal eben hier... Wo habe ich denn? Kloster, Wunden heilen, Außen sterben, heiliges Geschoss. Habe ich kein Licht? Ich mache mir eben mal Licht. Hafenstadt, Kloster, Hafenstadt. Brauche ich nochmal. Kloster fürs Erste nicht. So, und zuallererst gibt es hier eine Steintafel. Und zwar eine Steintafel des Bogenschützen. Gut, das ist nicht so wild für mich. Aber hey, ich nehme sie mal mit. Kann man ja gebrauchen. So, und dann... Ups, ist das eine Falle? Seht mal da, da sind so Löcher im Boden. Das könnte eine Falle sein. Ich versuche mal außen rum zu laufen. Vielleicht klappt das ja. Autsch! Okay, immerhin tötet es mich nicht. Hep. Hep.
Ah, ist das lächerlich, das funktioniert hier, man kann einfach drüber hüpfen. Na gut. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Okay. 150 Gold und eine goldene Schale. Und was haben wir hier? Rechts, links, links, rechts, 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 links. Die gleiche Kombination, ist das dämlich? Eine Erzstatue. Hey, da wurde doch mal eine geklaut am Anfang des Spiels, falls ihr euch erinnert. Und in der Tat, das hier ist das geheime Versteck der Diebesgilde. Die Diebesgilde habe ich allerdings schon längst beseitigt. Die Diebesgilde ist schon längst Geschichte. Und daher sehe ich das Ganze hier mal einfach als meine Beute an. Ne? Ich meine, warum nicht? Viel wertvolles Zeug, viel Gold. Ich muss eh viel Gold ausgeben, noch um mein Mana zu steigern. Naja, gut. Abgesehen davon, ich habe eh genug Gold, von daher. Ich brauche es nicht unbedingt, aber gut. So, mit meinem Licht bin ich hier fürs Erste fertig. Ich will jetzt nochmal kurz in die Hafenstadt. Und dann sollte ich vielleicht dann mit Lord André reden, wenn der meinte, er will mich verpfeifen. Jack ist hier auch nicht. Hey! Und, wie läuft's jetzt? Monty ist wieder da. Er studiert gerade die Pläne. Vielleicht wird's ja jetzt was mit dem Schiff. Siehst du? Das war einer der Arbeiter, die ich gerettet hatte. Aus der Erweiterung, genau. Wo ist er denn? Man weiß gar nicht mehr, wie man Ja, da war es, antworten oder? kann. Genau, Hey! Monty. Wie geht's dir? Das ist ja schrecklich. Und? Musst du wieder arbeiten? Alter, die haben in meiner Abwesenheit nichts auf die Reihe gekriegt. Ich muss mir erstmal die Baupläne wieder reinziehen. Na gut, lass dich nicht stören. Ja, alles klar. Gute Reise noch. Ach ja, sehr schön. Freut mich, Ist das wirklich wahr? dass er mich noch kennt. Ich finde es schön. Ist gut gemacht. Gefällt mir. Dass er hier sich an mich erinnert und in seiner Abwesenheit haben wir nichts auf die Reihe gekriegt. Natürlich nicht. Du bist ja auch der Beste, Monty. Du bist ja auch der Allerallerbeste. Und ohne dich geht hier gar nichts. So, ich habe gerüchteweise gehört, es gibt hier ganz viel auf den Dächern im Hafenviertel. Aber um ehrlich zu sein, ist mir das den Stress nicht wert. Ich lasse die Sachen einfach mal Sachen sein und liegen. So wertvoll ist es nicht. Kronstöckel ist meines Wissens ohnehin nicht dabei. Und alles andere ist eigentlich nicht so relevant. Tränke eventuell, aber wie gesagt, ich habe ja eigentlich genug Geld. Ich kann mir jetzt einfach noch ein paar Tränke holen, also kaufen. Und dann sollte dieses Problem auch gelöst sein. Gut, dann Lord André, lass mal hören, was du mir zu erzählen hast. Wenn du dich mit dem Gesindel im Hafen herumprügelst, ist das eine Sache. Aber wenn du Bürger oder Soldaten des Königs angreifst, muss ich dich zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht dir bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe zahlen und die Sache ist vergessen. Wie viel? 50 Goldstücke. Oh mein Gott, da werde ich ja arm. Naja, okay. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was ich kriege, wenn ich den Almanach im Kloster abliefere. Ich habe alle Drachen im Minental getötet. Wenn das wahr ist, musst du Lord Hagen davon berichten. Ja, das weiß er doch schon. Das weiß er doch schon. Ich habe einige der verschwundenen Leute retten können. Wie viele Leute hast du gefunden? Alle, die noch am Leben waren. Alle? Das war eine große Tat. Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Hab keinen. Komisch, dass die Option dann trotzdem auswählbar ist. Keine Ahnung. Nun gut. Dann werde ich jetzt mal einen kurzen Abstecher noch zum Ding, ne? Und so. Zum Leuchtturm machen. Und in meiner langjährigen Gothic-Erfahrung ist das hier einfach der kürzeste Weg zum Leuchtturm. Genau, so da unten übrigens unter dem Weg ist ja auch noch eine Höhle. Da war ich ja ganz am Anfang auch. Aber da habe ich geguckt auf Screen, da gibt's nichts Neues mehr. Da ist irgendwie gar nichts. Keine Gegner, keine Items, nix. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier im fünften Kapitel ist vielleicht in jeder Höhle was Neues ist.
Aber nö. Gar nichts. Keine Ahnung. Naja. Muss ich schon mal nicht hingehen. Und keine wertvolle Screentime damit verschwenden, indem ich hingehe und nichts finde. Puh. Gut. Schauen wir mal. Ryan? Ach, Jack ist noch da. Ich habe gar nicht mit ihm gesprochen. Na gut. Brian wird ab jetzt auf deinen Leuchtturm achten. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Brauchst du mich noch? Ja. Sei mein Kapitän. Ich bin zwar schon weit rumgekommen, mein Junge, aber ich bin doch noch nie Kapitän von einem Schiff gewesen. Ich habe von Navigation keine Ahnung. Das wirst du übernehmen müssen. Ich werde mein Bestes geben. Dann zeig mir mal dein Schiff und deine Mannschaft. Weißt du denn schon, wo du hin willst? Ich meine, hast du eine Seekarte? Warte auf mich im Hafen. Und den Rest mach dir keine Sorgen. Wie du meinst. Na, gehst du? So, alter Mann. Lass uns in See stechen. Langsam an, mein Jung. Ich hab mir den Kahn nochmal angesehen. So wäre das nix. Erstmal brauchst du eine komplette Mannschaft von mindestens 5 Mann. Freien Zugang zum Schiff und eine Seekarte. Sonst geht das nicht. Na gut. Und? Was sagst du? Mein lieber Mann, eine ganz schöne Rumpelkammer. Jack wird die Bude nicht wiedererkennen, wenn ich mit ihr fertig bin. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ich könnte dir auch schrottige Waffen verkaufen. Zum Beispiel Echsenschwerter oder eine Ork-Axt oder ein Dolch oder ein paar Pfeile. Nicht schwarzes Erz. Grobes Bastardschwert. Eventuell ist es ja gar nicht mal so schlecht, so wie das aussieht. Nun gut, Jack weiß Bescheid und wird auf mich hoffentlich im Hafen warten. Gut. Hätten wir das also auch erledigt? Dann ab zum Kloster und den Almanach abliefern. Was sagt die Erfahrung? Noch gute 1000. Das wird ein bisschen knapp, aber ich weiß schon, wo ich die kriege, keine Sorge. Gut, Karas braucht ihn nicht mehr. Karas hat ja schon mir das Amulett gebastelt. Apropos Amulett, habe ich wieder gewechselt? Ja, habe ich. Ich muss nur dran denken, dann, wenn ich auf Suchende treffe, dass ich wieder zurückwechsle. So, was? Da. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Es sind schon viele gefunden worden. Aber ich denke, das waren noch nicht alle. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Okay, dann werf ich doch mal einen Blick in Pyrokas magischen Brief. Wo ist der denn? Na, da. Bromor steht da drin. Fernando hatte ich schon, glaube ich. Vino hatte ich auf jeden Fall. Malak, Engromor. Ich glaube, ich hatte alle. Ich wüsste jedenfalls gerade nicht, wen ich noch nicht hatte. Keine Ahnung. Tja, weiß auch nicht. Wie dem auch sei. So, in die Haftstadt muss ich auf jeden Fall nochmal. Ins Kloster vorerst nicht. Zu den Pässen muss ich nicht. Zur Taverne muss ich auch nicht. Zu Xardas muss ich auch nicht. Nee, ich muss zum Großbauern. Denn nur hier beim Großbauern gibt es noch die Krypta, die ich erledigen möchte. Und doch, tatsächlich, ich musste mal hoch aufs Weideland oben, auf die Erhöhung. Da gibt's auch noch ein paar Kleinigkeiten, da gibt's vor allem noch ein paar Suchende. Gut. Aber jetzt gehe ich erstmal hier zur Krypta. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Ich bin Magier, ich darf das. Scharf? Nein, scharf ist gut. Ich fürchte hier irgendwelche Suchenden zu treffen. Aber das sieht gut aus. Hier scheint keiner zu sein. Oder? Ja, das ist nur das Schaf. Ist da hinten noch irgendwas? Uah, das sieht gruselig aus mit diesem hell leuchtenden Zeug um das Grab rum. Nee, hier ist alles ruhig. Alles gut. Keine Gegner. Keine Suchenden vor allem. Also dann. Das Problem ist nur, da unten gibt es Gegner. Und da werde ich wahrscheinlich mehrfach zaubern müssen. Das heißt, ich werde hier erstmal mein Mana auffüllen. Und dann brauche ich noch 130 Lebenspunkte. 140, 150. Tja, 140.
270er. So, und dann zu guter Letzt eine Runde speichern. Dann habe ich so ein dämliches Gefühl, dass ich hier einen Eisblock brauchen könnte. Weil Skelettmagier Eisblock können. So, damit ist ein Kryptawächter tot. Hab einen Messingschlüssel, hier ist ein bisschen schwarzes Erz. Sehr gut. Und hier hängt noch ein Kronstöckel in der Wand, den ich natürlich sehr gerne mitnehme. So, den Kryptawächter da drüben habe ich ja auch erledigt. Nicht ihr erinnert so euch vielleicht, es gibt hier diese Kryptawächter, wenn man die besiegt, dann haben die diese Schlüssel dabei. Und nicht so. Sobald man aber diese Truhe öffnet, erscheint halt aber hier so ein Skelettmagier. Und ganz viele Skelette. Und wollen einem das Leben zur Hölle machen. Oder schwer machen zumindest. So, hier war zumindest eine Steintafel. Der Magie 3. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt muss ich nur aufpassen. 318. Meine Ringe geben mir, glaube ich, 20. Das heißt, ich kann jetzt auch um 2 Punkte steigern. Genau so viel kann ich gerade auch noch von Pyroka holen. Also ich darf jetzt auf gar keinen Fall noch mein Mana irgendwie steigern. Damit ich auf jeden Fall noch bei Pyroka die letzten beiden Punkte ausgeben kann. So, 128 von 308 bis 318 macht 190. 125. 200. Ja, was soll's. Dann eben 200. Also auf gar keinen Fall jetzt mein Mana steigern. Also den Grundstöckel werde ich auf jeden Fall natürlich benutzen, um so einen Trank zu machen. Aber ich werde halt den Trank erstmal noch nicht trinken, sondern erst die letzten beiden Punkte ausgeben. So, was haben wir hier? Hier haben wir Gold, Pfeil, Mana-Extrakt und Gletscherquarz. Nette. Ich fange schon mal an zu zaubern, ne? Kommt ihr gleich? Ah, gutes Timing. Ihr seht, wo überall die Gegner erscheinen. Nichts zu plündern. Ah. Wow, das war aber echt gutes Timing. Ein kleines bisschen früher. Und das hätte nicht geklappt. Weil mein Zauber schon verflogen gewesen wäre. Nun gut, ich habe hier gerade ein sehr schlechtes Gefühl. Und will einfach nochmal speichern, um sicher zu gehen. Ist der Ausgang noch frei? Hier drüben ist frei. Okay. Gut. Dem habe ich den Schlüssel abgenommen, das schwarze Erz habe ich. Dann schauen wir doch mal, was in der Truhe auf uns wartet. Einfach mal ein bisschen Geld. Ja. Dann ab in die Mitte mit mir und... Wow, ein Magier. Ich sag vor allem deswegen, wow, Skelettmagier, weil, ne? Die Skelettmagier, die können nämlich Folgendes tun, mich einfrieren. So, gut. Aber das habe ich doch ganz gut überstanden. 120 Lebenspunkte. Na, 20. Und 100. So, und wenn ich das so richtig sehe, ist die Folge jetzt auch schon wieder 20 Minuten lang. Nichts zu holen. Das heißt, das ist doch wunderbar, das Ende dieser Krypta. Ist dann genau das Ende. Da ist nichts zu holen. Dieser Folge. Da ist nichts zu holen. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich speichere nochmal. Ich habe so ein dämliches Gefühl, dass ich vielleicht auf dem Weg nach draußen. Ah, siehst du, sowas da habe ich befürchtet. Ja, gut. Und jetzt? Schauen wir mal, wie lange es gilt. Wie lange das wirkt. Zum Glück habe ich gespeichert. Ich hoffe, ich kriege nicht wieder den Bug mit dem ewig festhängen. Na? Tut sich was? Ja, ich hänge fest. Ich versuche mal frei zu cheaten. Indem ich ein bisschen Schaden nehme. Das funktioniert leider nicht. Ne, ich fürchte... Ich will jetzt hier nicht cheaten, weil... Wenn ich jetzt cheate, dann fülle ich meinen Mana wieder auf. Das heißt, ich werde hier...
das Ganze nochmal versuchen und hoffen, dass ich diesmal nicht eingefroren werde. Also, Massenscherben in die Hand. Hierhin und zaubern. Führt kein Weg dran vorbei, ich muss jetzt cheaten. Ist ein bisschen traurig, dass es so buggy ist. Nichts zu plündern. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber dieser Bug ist mir allerdings neu. Also ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass ich früher auf diesen Bug gestoßen wäre. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Und hier haben wir Schattenlord Inubis. Das ist dann wahrscheinlich der Endgegner hier in dieser Krypta. Mit 500 Gold. Hua, sehr gut. Unglaublich. Ich hab's geschafft. Moment, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach so. Da hinten geht's hoch. Das sieht so ein bisschen wie ein Weg aus, als würde es da noch weitergehen, wie so ein Durchgang, der aber verschlossen ist. Nun gut. Jetzt erstmal zum Kloster. Dann die beiden letzten Lernpunkte für Mana ausgeben. Das ist so weit entfernt. Ja, ist okay. Und weil ich dann mein Mana ohnehin nicht mehr steigern kann mit Lernpunkten, weil es dann definitiv nicht mehr geht, es sei denn in Erdorath vielleicht, aber spätestens jetzt. Ich will meine magische Kraft steigern. Ich kann dir nichts mehr... Okay, das geht nicht. Ich kann dir nichts... Was? Ach so, ja, natürlich. Ich spüre... Ja, natürlich. Ich muss zuerst die Ringe ablegen. Damit habe ich wieder 298... Ja, 298, genau. Ich. So, geht das? Du verlangst mir. Nein, das geht nicht. Aber das geht. Ich hätte gedacht, vielleicht. Ich kann dir nichts. Ich hätte gedacht, vielleicht. Ich spüre, dass. Bringt er mir automatisch so viel bei, wie maximal geht, wenn ich die hohe Zahl auswähle. Aber nein, tut er nicht. Also gut, dann. Ihr wisst, was zu tun ist: Tränke trinken. 5 und 6. Damit müsste ich bei 350 sein. Genau. Und dann würde ich mal sagen, ich werde noch offscreen den Trank eben brauen und trinken und dann ganz oft beten, so oft wie es geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wahrscheinlich um die 360, 365 Mana habe. Und ja. Mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich dann weitermache. Aber es sind nicht mehr allzu viele Dinge, die ich erledigen muss. Naja, siehst du mal, den habe ich schon. So, gut. Wie gesagt, jetzt gehe ich beten und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.